12. Juni 2024, Brief an Dr. Luwe im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Es geht um die Verkehrssicherung im FFH-Gebiet Wälder bei Porta Westfalica. Ich zitiere in Auszügen. Sehr geehrter Herr Dr. Luwe, mir geht es einzig und allein um die Frage, können Buchen auf eine 100 Meter weit entfernte Straße fallen? Es geht nicht um die Verkehrssicherungspflicht. Es geht auch nicht um die Notwendigkeit eines 30 Meter breiten Sicherungsstreifens. Es geht auch nicht darum, ob kranke Buchen, die in bis zu 30 Meter Nähe einer Straße stehen, eine akute Gefahr für den Verkehr darstellen. Das alles steht außer Frage. Es geht einzig und allein darum, dass der Sicherheitsstreifen bei dieser Maßnahme nicht 30, sondern 100 Meter breit war. War das notwendig? Urheber der Behauptung, dass kranke Bäume auch im Abstand von 100 Metern eine Gefahr darstellen, scheint mir der städtische Baumkontrolleur zu sein. Mit ihm persönlich hatte ich am 11.11.2023 am Ort der Maßnahmen ein halbstündiges Gespräch. Es ging auch dabei einzig und allein um die Frage, ob die Bäume auch oberhalb des Pionierwegs gefällt werden mussten, denn diese Bäume stehen deutlich weiter als 30 Meter entfernt von der Straße. Der Baumkontrolleur hatte nur ein einziges Argument. Ja, die Bäume könnten von da oben bis auf die Straße rutschen. Der Hang sei sehr steil. Bürgermeisterin und untere Naturschutzbehörde haben sich diesem Argument angeschlossen. Weder der Baumkontrolleur noch die Bürgermeisterin konnten mir auch nur einen Präzedenzfall nennen, wo Buchen 100 Meter einen Hang bis auf eine Straße hinunterrutschen. Können Sie es? Ich bitte zu berücksichtigen, dass auch noch Monate nach der Fällung unzählige dicke Baumstämme auf dem Kahlschlag liegen. Sie sind nicht hinuntergerutscht, trotz Starkregen und Sturm. Ein großer Baum wurde damals sogar direkt vom Hang weggefällt und auch er blieb einfach liegen und rutschte nicht auf die Straße. Der Hang am Jakobsberg ist nicht die Eiger Nordwand, es ist kein extremer Steilhang. Gestatten Sie mir noch eine letzte Bemerkung. Es geht hier meiner Meinung nach nicht um ein kleines Problem einer kleinen Stadt, ganz am Rande von NRW. Wenn diese Maßnahme hier sich herumspricht und Schule macht, werden sich bald entlang der Straßen die 100 Meter breiten Sicherheitsstreifen häufen. Und zwar egal, ob im Naturschutz- oder FFH-Gebiet. Und immer wird man sich auf Dominoeffekt, erweiterte Sicherheitsbereiche, Sicherheitspuffer und Steilhänge, alles Zitate aus dem Schreiben der Bürgermeisterin, berufen. Mit freundlichen Grüßen, Franz Josef Adrian. Und jetzt zitiere ich das Schreiben, das ich am 15. Juli bekommen habe. Sehr geehrter Herr Adrian, für Ihr Schreiben an Herrn Dr. Luwe, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12.06.2024 bedanke ich mich. Da sich Ihre Rückfrage auf die Entfernung von Forstpflanzen bezieht, wurde diese an das dafür zuständige Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW mit der Bitte um Beantwortung weitergeleitet. Gerne gehe ich nachfolgend auf Ihre Rückfrage ein, ob ein Abrutschen von Bäumen über eine Distanz von 100 Metern möglich ist. Ein Abrutschen von umgestürzten Bäumen oder abgebrochenen Baumteilen in Hangbereichen über eine Distanz größer 30 Meter hangabwärts wird in Einzelfällen als realistisches Szenario eingeschätzt. Entscheidend für die Abrutschlänge ist die Topographie des Geländes. Insbesondere bei Sturm- oder Starkregenereignissen kann es zu unkontrollierten Starkastabbrüchen oder dem Abbrechen ganzer Kronenteile kommen. Vorstellbar ist weiterhin,
das Abrutschen der Teile am Hang und ein Auftreffen der Baumkompartimente auf öffentliche Straßen. Solche Szenarien und damit einhergehende Unfallrisiken müssen je nach Geländeform im Kontext der Verkehrssicherungspflicht entlang von Straßen und Wegen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, berücksichtigt werden. Aus forstbehördlicher Sicht sehe ich keinen Anlass, die Maßnahme vor Ort zu prüfen. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Hück.